Manchmal gibt es Leute, die sich so fest sorgen um die richtige Sprache machen, dass sie ständig die Antenne draussen haben, um sofort einschreiten zu können, falls jemand einen Fehler macht. Einmal hätte man es wieder einem sagen. Ich habe zwei gesagt in einem Zusammenhang, wo ich zwei sagen musste. Bei uns heisst es korrekterweise noch zwei, wenn von etwas Männlichem dreht sich. Zwei Muninen, zwei Büffeln, zwei und nicht zwei. Okay, es ist gut, habe ich gesagt, merci, danke, ich habe es begriffen. Das muss er mir nicht zweimal sagen. Zwei, sagt er, zwei. Dann sagen sie zweimal, ein Mal sei gesächlich, also kann man unmöglich zweimal sagen, korrekt sei genommen und ausschließlich zweimal. Sorry, sage ich, es tut mir alles so leid, es sei mir schon fast peinlich, dass ich mir jetzt in so kurzer Zeit schon zwei Blöße in den Heim gegeben habe. Zwei Blöße, dann korrigiert er. Zwei. Wenn von etwas Weiblichem dreht sich, heisst es in unserer Sprache immer zwei. Zwei Blössen und nicht zwei. Voilà. Sehr schön. In diesem Fall habe ich jetzt allerdings, wenn ich alles richtig zusammenzähle, sogar schon drei Fehler gemacht. Nein, sagt er, das ist eben auch falsch. Das heisst, nicht drei Fehler, sondern drei Fehler. Der Fehler sind männlich. Da dürfen wir nie im Leben drei sagen. Nein, da müssen wir drei sagen. So, Entschuldigung, excuse, aha. Merci für die Unterstützung, sage ich zunehmend. Aber wenn es wirklich so ist, dann spiele ich es eigentlich auch gar nicht mehr so eine Rolle, ob ich drei Fehler sage oder drei Fehler, weil unterdessen sind es ja sowieso schon mindestens vier Fehler. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr sicher, ob man das vier in allen Fällen auch noch hat müssen deklinieren müssen, weil falls man bei vier ebenfalls Geschlecht müsste beachten, dann wären es dann unter Umständen schon fünf Fehler oder allenfalls fünf, oder je nach Deklination oder Region oder Tageszeit vielleicht fünf oder fünf. Mein Mundartpolizist hat aufgegeben, ist davon gelaufen oder davon gelaufen oder davon gelaufen oder geschoben. Jedenfalls konnte ich nichts mehr sagen. Aber wenn ich noch irgendetwas zu sagen hätte, dann hätte ich ihm gesagt, er soll am Boden bleiben, er soll sich runtergrounden, soll zurück auf Standby, er soll nicht überruttern, er soll es einfach easy nehmen. Easy ist übrigens ein Lernwort aus dem englischen Sprachraum und heisst auf Schweizerdeutsch cool.